sizes, and he's so long. And he's shooting 56. He's got him one-on-one. Crosses him over. Now a step back three. Now a largest lead of the game for either team. Brings it in. Tucker on him. Let's it fly from the left. Step back. Wide open. So, Sportsfreunde, heute zeige ich euch den James Harden Stepback. Vom Prinzip her super simpel. Also, wenn man den einmal verstanden hat und was er dazu braucht, dann ist das no fucking problem und kann für jeden, wirklich jeden, der werfen kann, eine unglaublich starke Waffe sein. Deshalb zeige ich jetzt erstmal die drei Sachen, die man wirklich zu ihm braucht. Also, als ersten Punkt müsst ihr den Wurf, den ihr nach dem Stepback nehmen könnt, wollt oder generell eigentlich überhaupt, ihr müsst erstmal werfen können. Nur wenn ihr werfen könnt und euer Gegenspieler weiß, dass ihr treffen könnt, verteidigt ihr euch auch eng genug. Wenn ihr nicht werfen könnt, alles daneben werfen, dann wird er sehr viel Platz in der Defense lassen, weil er wird sagen, das heißt werf doch. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr bei mir die Defense Platz lasst, dann werfe ich halt so einen Break wie jetzt. Okay, so, als nächstes müsst ihr eure Füße im Griff haben. Das heißt, ihr müsst in der Lage sein, diesen Stepback auch zu machen, ohne dabei in eine falsche Lage zu kommen. Viele Leute quasi nehmen das Dribbling, gehen nach vorne, springen zurück, verlieren die Balance und gehen eher in den Fadeaway. Und das ist nicht das, was ihr wollt, weil wenn ihr so werft, braucht ihr einfach viel zu viel Kraft. Das heißt, nur vom Oberkörper her muss das so aussehen. Also ihr wollt immer komplett in einer geraden Haltung wieder stehen, nach dem Stepback. Ihr kommt, egal. Oh, die Halle hier ist super rutschig. Also Stepback, wie gesagt, ihr kommt, macht den immer auf den Dribbelschlag, auf den rechten Fuß in dem Fall. Springt zurück. Und wollt in der Haltung stehen, wo ihr weder nach vorne noch nach hinten fallt, sondern zack. So, vom Fußmanagement her sieht es so aus, dass ihr quasi euren Gegenspieler schlagt. In meinem Fall jetzt über links. In eurem Fall kann das auch über rechts sein. Das kommt schwer darauf an, mit welcher Hand ihr werft. Wenn ihr Rechtshänder seid, wollt ihr bei dieser Art von Stepback, die James Harden macht, über die linke Seite gehen und nicht über die rechte. Das heißt, ihr geht in diese Richtung und holt daraus auch euren Stepback. Das heißt, im Endeffekt, das ist der Move. Relativ simpel. Also quasi, zack. Ihr steppt den im Optimalfall nicht nur zurück, sondern auch noch ein Stück zur Seite, quasi, um noch mehr Space zu generieren. Also das ist das Footwork dahinter. Quasi normal, wenn ihr es aus dem Stand machen würdet und ihr steht, kurze Finte machen, zack, zack. Und was als letztes noch wichtig ist, neben dem Wurf und der Balance, ist, dass ihr auch in der Lage seid, euren Gegenspieler über die Seite, die ihr geht, zu schlagen. Wenn euer Gegenspieler bereits weiß, ihr könnt keinen Korbleger oder ihr seid schlecht im Finishen oder ihr schlagt ihn sowieso nicht, dann macht ihr zwar euren Move, geht vorbei, geht in den Stepback, aber euer Gegenspieler rechnet damit. Das heißt, er ist schon super hoch die ganze Zeit und rechnet nur damit, quasi okay, zack, Stepback und geht wieder auf euch zu. Das heißt, ihr müsst in der Lage sein zu sehen, wie euer Gegenspieler verteidigt. Wenn er sehr tief steht und sehr eng noch nicht dran ist, ist das der Moment für diesen kleinen Push-Off. Ein ganz bisschen, den dürft ihr auch nicht zeigen, aber quasi dribbelt und legt ganz bisschen, springt zurück. Weil dann ist er noch tief und in der Rückwärtsbewegung. Also quasi in der Seitwärtsbewegung zum Korb. Aber ihr müsst in der Lage sein, euren Gegenspieler auch über links in dem Fall zu schlagen. Oder über rechts, ist jetzt euch überlassen. Das heißt zusammengefasst, ihr bereitet den Stepback im Optimalfall einfach vor. Ihr zeigt eurem Gegenspieler, ich kann werfen. Ihr zeigt eurem Gegenspieler mit schnellen Bewegungen, ich kann auf den Korbleger, ich kann auch vorbeigehen. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr das erreicht, was James Harden erreicht hat. Ihr seid quasi, man kann euch nicht verteidigen. Weil wenn zu viel Platz gelassen wird, dann ballert ihr einfach. Wenn er zu eng kommt, zieht ihr vorbei und habt dann die Option, zum Korb zu ziehen oder einfach einen Stepback zu machen. Je nachdem, wie die Verteidigung sich anstellt. Und das ist unfassbar stark und deswegen macht James Harden auch so viele Punkte. Und so, mit diesen drei simplen Schritten, wenn ihr das übt, natürlich auch den gesamten Move dann wirklich üben. Also ich übe das auch viel, Tatsache, weil ich finde, das ein sehr guter Move ist. Alter, dann schlagt ihr jeden, dann geht's, dann ist easy. Wie gesagt, also übt diese drei Schritte, von mir aus erst einzeln,
dann Stück für Stück und dann packt zusammen und dann habt ihr den James Harden Stepback. Das war's von mir.